Hallo und willkommen zurück zu Sons of the Forest. So, eine Nacht ist vergangen und es ist immer noch Winter. Also bei mir ist eine Nacht vergangen. Hier ist es schon wieder mittags um eins. Hey, die Badenixe. Schönen guten Tag. Na, sie? So, naja, okay. Also ich habe gestern einen Wahnsinns-Recording-Marathon hingelegt und habe irgendwie, ich weiß es gar nicht wie viele, 12 Folgen Sons of the Forest am Stück aufgenommen. Wir haben die ganze Bude da hinten abgerissen. Es gab auch schon die ersten paar Kommentare. Ich probiere jetzt mal schnell was aus. Weil wir haben ja hier Baumstämme. Wir legen den mal so, wir legen den mal so. Ich will das nur mal eben mal einmal testen. Den schmeißen wir mal dahin und den schmeißen wir dahin. Und dann stellen wir den da drauf und stellen den da drauf. Und wir sagen zu Kelvin, wo ist denn Kelvin schon wieder? Warte mal, wir müssen Kelvin sagen, er soll Stämme besorgen. Kelvin, alte Socke. Wo ist er? Da. Kelvin. Hol Stämme und mach das Ding voll. Gut. So, ich will das nur einmal kurz ausprobieren. Hey, dicker, fetter Waschbär. So. Dann brauchen wir den da. Und dann brauchen wir den da. Dann machen wir den mal so. Haben wir keinen Baumstamm mehr, ne? Na, ist egal. Dann gehen wir mal schnell hier einen Baum fällen. Boah, was hier Waschbären sind, das ist ja unfassbar. So, Virginia, du solltest da weggehen. Ja gut, die ist hart im Nehmen. Huch. Hä? Ist das ach, das ist nur so ein kurzer Baum. Okay. Ich dachte schon gerade. Kann doch irgendwie nicht sein. So. Fällen wir mal gerade hier so ein paar Bäume, dann kann Kelvin die ranschleppen. Der erste Schlag ist immer irgendwie so ganz komisch. Oh. Wir haben Besuch. Aua. Wir haben Besuch. So, kannst du so viel zeigen, wie du willst. Oh. Aua. Mist. Gib meinen Pfeil wieder her. Du hast den nur im Kopf stecken, Mann. Oh, ey, das gibt's doch nicht. So. Ein Einhorn. Okay. Einhorn frei, Virginia. Bin stolz auf dich. So, okay. Dann nochmal kurz hierzu. Den ein oder anderen Baum klein machen. Müsste mal neue Pfeile bauen, ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe gestern einen Wahnsinns-Recording-Marathon hingelegt. Und weiß der Geier, wie viele Folgen Sons of the Forest aufgenommen. Und habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Inzwischen ist es Montagabend.
Und ich habe dann heute so überlegt, was nimmst du heute auf? Nimmst du Seven Days auf? Und dann dachte ich mir so, nee, nimmst du Sons of the Forest auf. Und dann probierst du einfach mal so ein bisschen nochmal rum kurz. Und es gab schon so die eine und den einen oder anderen Kommentar, von wegen, Statik ist nicht so dein Ding und so. Ich kann dir mal erzählen, also so viel Holz, wie in Sons of the Forest in so einem Dachstuhl drin steckt. So viel Holz steckt im ganzen Kölner Dom nicht drin. Ja. Das ist echt heftig, ey. Das hat nichts mehr mit Statik zu tun. So, den noch. Ja, komm, reicht doch. Ich nehme mal zwei von den Stämmen mit. Kelvin ist schon fleißig dabei. Und dann probieren wir mal gerade hier aus. Wenn wir den jetzt da hinlegen. Guck mal. Das geht jetzt auf einmal. Auf dem Dachstuhl da drüben hat das nicht funktioniert. Ihr könnt ja mal gern in die Folge 21 reingucken. Da ist das genauso gebaut. Und dieser Balken ging nicht rein. Aus welchem Grund auch immer, er ging nicht rein. Genauso wie hier die Planken. Da sind die Balken, die Dachsparren, zwei Stück nebeneinander. Und die Balken, die Dachvertäfelung, die eigentlich gesagt, eine Dachschalung, die gingen nicht rein. Naja gut, egal. So, ich habe auch ein bisschen überlegt in Bezug hier auf die Bude. Ich werde sie ein Ding schmäler machen. Ich werde sie einen Teil schmäler machen. Das heißt, wir stellen uns die Balken hier hin. Dann sind die auf jeden Fall weiterhin verwendbar, ne? So. Wo denn? Egal. Ich habe mir irgendwas hier hingelegt, was auch immer. Da kommen wir jetzt so nicht dran, ne? Wir müssen dann mal gerade da hoch. Oder hier von hier oben. Ich schmeiß sie mal da runter. Den kriege ich jetzt nicht raus. Und hopp. Mal den raus. Auch wenn wir den wahrscheinlich gleich wieder reinmachen müssen. So, und dann müsste ich doch hier das. Den kriege ich dann raus. So. Und dann kriege ich den raus. Und dann den. Und den weg. Und dann machen wir den so. Den weg. Und so. So, wir machen das eins schmäler. Wir nehmen das hier unten nochmal weg. Dann später. Aber das soll reichen. Das muss reichen. So. Und dann können wir doch hier theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber ich stelle es jetzt einfach mal auf und dann nehmen wir gleich die Stützen wieder raus. So, hat vor allen Dingen den Vorteil, dass ich dann die Balken hier oben habe und Kelvin räumt sie mir nicht weg. So, der muss auf jeden Fall dahin. Ne, der war falsch. Egal, ist nicht schlimm. So, den machen wir dahin. Den machen wir mal hier hin. Dann ist erstmal wieder alles soweit verbaut. Da oben liegt noch was. Der kann schon mal hier hin. So.
Gut. das hier kommt ja dann weg, ne? Ja, da können wir das runterschmeißen. Na. So. Weg. Ist das hier oben auf jeden Fall mal schon mal schmäler. Wenn wir jetzt den rausnehmen, jetzt kriege ich den nicht raus. Dann kriegen wir denn den hier nicht raus. Den reinmache, kriege ich den raus, aber den nicht raus. Ah ja, okay. So, wenn man aber jetzt hier so ein Stützding reinmachen würde. Kann ich den vielleicht reinmachen, wenn der so halb ist? Nee, ne? Doch, doch, da war's. Moment. Jetzt ist die Fackel da im Weg. Oh, das ging. Cool. Warte. Fackel. Ach so, das hier ist ja dann theoretisch falsch. Ich klemm die mal gerade hier dran. Dann ist ja der Giebel hier falsch an der Stelle. Weil ich jetzt gerade für den Balken rausgezerrt habe. Jetzt krieg ich den hier nicht raus. Jetzt geht's raus. So, der muss dann so. Und so. Macht er denn jetzt? Was ist denn das? Nee, du musst denn da. Der kürzer? Der muss den hier drauf setzen. Jetzt verrat mir mal, warum der den Balken nicht flach auf den anderen Balken setzt. Das ist ja mal komisch. Der will den immer so diagonal setzen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Der soll den ja gerade setzen. Der soll den ja so da drauf setzen wie die zwei. Aber der will den immer... Da jetzt für einen Trick. Moment mal.
Okay, das ist spooky, das da. Der will immer diagonal den Balken setzen. Wenn er den reinmacht, dann ist der nur halblang. Wie muss ich denn das verstehen? Und wo ist mein Topf? Wo ist mein Topf hin? Ist der, steht der schon wieder um Feuer? Das ist nicht dein Ernst. Also ich gucke jetzt gleich in die letzte Folge rein, die ich aufgenommen habe gestern. Da hatte ich noch einen Topf. Jetzt habe ich keinen Topf mehr. Egal. So. Das ist ja merkwürdig. Machen wir mal hier an. Dann gehen wir mal gerade gucken, ob wir hier zufälligerweise einen Fisch in der Reuse haben. Nö. Nö, da ist nichts. Schade, schade, schade. Na gut. Dann haue ich mich jetzt ins Bett. Speichere hier ab. So. Einmal schlafen, bitte. So, Hunger haben wir auch. Das ist ganz toll. Ich habe doch hier die Crunchy Bunchies. Na, wenigstens etwas, ne? Die können wir leider nicht trinken, die Flasche Wodka. So. Die Dinger sind gefroren. Wir haben keinen Kochtopf mehr. Eigentlich müsste ich mir einen Topf besorgen gehen, ne? Eigentlich müssten wir uns einen Topf besorgen. Und Fische bekommt man auch keine mehr. Hä? Wieso steht mein Topf denn hier? Wieso steht denn jetzt... Also ich habe hier kein Feuer gemacht. Hat die den Topf etwa geklaut? Und wieso kann ich ihn nicht benutzen? Hier ist voll die Feuerstelle. Hier hat doch keiner eine Feuerstelle gemacht. Also ich habe mal hier... Ich glaube, ich habe mal hier eine Feuerstelle gemacht, aber ich habe da keinen Topf draufgestellt. Ich glaube, hier war der Eingang von dem alten Haus, ne? Hier waren, standen die Steine, hier ging die Rampe hoch, ne? Aber ich habe doch den Topf nicht hier hingestellt. Und wieso kann ich den Topf nicht benutzen? Jetzt geht's. Hä? Wo kommt denn jetzt der zweite her? Wieso brennt der? Wo ist ja jetzt mein Mädchen hier?
Da. Schnell wieder auf die Beine helfen. Gut. So, ich wollte eigentlich gerade gucken und dass wir eventuell mal noch gerade ein paar Pfeile machen. Weil uns ständig halt im Moment die Pfeile auch ausgehen oder so. Aber das mit dem Topf da, das war jetzt wirklich spooky. Guck mal, jetzt habe ich mir Pfeile gemacht. Der zeigt die hier auch an. Ich kann die aber nicht anvisieren. Achso, weil hier noch ein Stein liegt. Okay, 13. 1, 2, 3... 4, 1, 2. Aber wir haben nur eine Feder. Mist. So. Dann ernähren wir uns jetzt hier ein bisschen mal von Waschbären. Heute. Bestimmt gleich noch so ein Waschbär vorbei. Und dann müssen wir nochmal zurück zu unserem Dach da oben und kümmern uns um das Problem da. Na komm, werd fertig. Aha. So. Okay. Da eigentlich irgendwie so eine Tasche fallen lassen oder so. Nee. Okay, also das ist halt echt komisch, das hier. Die kommen mir irgendwie kürzer vor, die Balken da. Ich weiß nicht warum. Den da so drauf mache. Ich glaube, die sind kürzer. Die sind auch kürzer. Ach, ich nehme mal hier so was Richtiges, so was Ordentliches. Vielleicht geht es dann, vielleicht liegt es irgendwie daran, dass die Balken da kürzer sind. Das hat mir nur eben, ja, liegt auch da dran. Das hat man eben nicht gesehen. Okay. Das kann ich ja verstehen. Das macht ja dann auch. Och, ich sag mal, ey. Kann nicht dein Ernst sein. Mann, halt doch mal den Schnabel. Scheiße. Komm mal her. Hey, da hat er fallen lassen. Top. Sehr schön gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das hier können wir wieder abmachen. Kann Kelvin das einsammeln? Oh. Entschuldigung. Scheiße. Hohlstämme und Behälter füllen. Ich glaube, er hat alles gefüllt, ne? Ne, da hinten ist noch. Okay. So. Und dann müssen wir, achso.
Hier die Dinge. Die können wir jetzt eigentlich wieder hier so reinmachen. So, das geht nämlich. So. Und dann kommen wir wieder hier zu dem Problem zurück. Das ist zu kurz. Das schmeißen wir mal weg. Und dann muss der hier hin. Und der muss da hin. Okay. Nehmen wir gerade hier so raus. Ich baue mich von der Seite aus rüber. Würde nämlich jetzt gerne wissen, ob ich jetzt den hier... Den kriegen wir jetzt raus. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir doch auch den da reinmachen. Dann kriegen wir die zwei raus. Weiß halt nicht, ob ich hier so Längssparren brauche. Also normalerweise braucht man die, ja. Je nachdem. Ich weiß nicht, ob ich sie im Spiel brauche. Und was halt auch, was halt richtig nice wäre, wenn wir das hier so... das so bauen könnte, ne? Ich probiere einfach mal aus. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Den da rein. Oh. Okay. So. Warte mal, wenn ich mir dann den da nehme und den hier. Nur mal so zum Spaß. Brauche ich nicht unbedingt gerade für jeden Balken runterzulaufen. Und das dann dahin kriege ich dann... Dann kriege ich die nicht raus, ne? Hm. Ja, okay. Hm. Ja, vielleicht geht es ja doch irgendwie. Aber... Wenn der da drin ist... Geht der natürlich auch nicht raus. Kriegst den nicht raus. Also ich weiß nicht, wie man hier ein höheres Dach bauen soll, ohne dass man hier innen drin immer irgendwelche Verstrebungen hat. Das scheint irgendwie nicht zu gehen in dem Spiel. Hm. Na gut. Schade. Machen wir dann hier so ein Flachdach hin? Oder machen wir da so ein Satteldach? Eigentlich ist das ja Quatsch, ne? Können wir das hier so wegmachen. Dann
machen wir hier so ein Flachdach drauf. Oh, Kelvin räumt mir schon die Stämme weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schnell wieder alles reinmachen. Jetzt hat er mir hier alles weggeräumt. So. Ah, da ist auch noch einer. So. Und da auch. Oh. So. Mit dem Kelvin muss man alles wegnehmen. Ach, guck mal hier. Das ist ja interessant. Hier, dass hier nichts ist, ne? Kriegen wir den hier dann raus? Tatsache. Das ist ja cool. Warte, ich positioniere mir die Stämme mal hier so außen. Und... Moment, warte. Ein... Och, ey, schon wieder? Ja, das hat gesessen, Junge, wa? So ein Tuppes rum. Danke. Warte, ich werfe ihn dir wieder zurück. Scheiße. Haha, ich war schneller. Ich war schneller. So, die haben wir doch ganz gut abgewehrt, die zwei da. Die vier. So, warte mal. Nehmen wir mal das hier mit. Habe ich noch so ein Teil hier rumfliegen? Nee, ne? Gerade nicht. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Den kriege ich da noch rein. Und den kriege ich hier nicht raus. Guck mal, hier ist keiner drunter. Hier ist kein Balken drunter, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich den da rausgekriegt habe. Den kriege ich nicht raus. Den kriege ich raus. Schmeißen wir mal dahin. Machen wir mal so. Setzen den da drunter. Und jetzt bitte, 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 bitte. Nein. Den nimmt er nicht raus. Das mag er nicht. Warum nicht? Den da hinstellen? Geht der immer noch nicht raus. Oder das macht jetzt nicht wirklich Sinn, ne? Hm. Hier ist ja auch keiner. Ich sehe den Kreis nicht. Hallo? Der müsste doch... Achso, der kann ja nur oben ansetzen. Muss er so machen. Huch. Naja, gut, okay. Ich nehme den noch, klatsch den hier drunter. Dann nehmen wir den noch raus und stellen den hier hin. Und dann nehmen wir uns den noch. Machen den noch so mit hier rein. Dann fehlt da noch einer, ne? Hier oben, achso, hier haben wir noch zwei stehen. Nicht jetzt. Hä? Hab ich nicht gerade gesagt, da fehlt noch einer? Ach da. So. Und dann machen wir uns...
eine Stütze hierhin. Und eine Stütze hierhin. Dann gehen wir uns nochmal ein paar Balken holen. Ich stütze die mal alle ab. Die ganzen Dinger da stütze ich mal ab. So einen hin. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Der, den kriegst du nicht raus. Das ist der falsche. Hier auch nicht. Hier, den bekäme man raus. Den bekäme man raus. Bräuchte vermutlich hier irgendwo eine Stütze in der Mitte oder so, ne? Würde ich mal vermuten. Ich glaube, wir müssten... Obwohl, ne, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Ne? Wir brauchen die Stützen gar nicht, ne? Dann ist es egal. Also, die können auf jeden Fall raus. Die zwei in der Mitte würde ich mal drin lassen. Aber die kann noch raus und die kann noch raus. Wer ist denn jetzt schon wieder hier? Hallo? Hey! Achso, das geht ja nicht. Oh, Entschuldigung. Das hat aber genau getroffen. Das war gar nicht meine Absicht. Ja, komm, jetzt stell dich nicht so an. So. Hier stehen schon wieder überall Köpfe rum. So, das nehmen wir mal mit. Dann hauen wir uns gleich so einen Waschbär aufs Feuer. Also ich würde nur die zwei Stützen in der Mitte lassen. Hier die beiden, die kann da noch rein, aber die kann raus. So, ja, schade, dass wir den einen hier nicht rauskriegen. Wobei mich das trotzdem wundert, dass wir den nicht rauskriegen. Dem irgendwie merkwürdig. Naja, gut. Egal. Ist nicht so schlimm. So. Dann, wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen die Seite hier, das müssen wir nochmal, bauen wir hier einfach eine Wand da draus. Wir müssen die Seite hier nochmal aufmachen, gerade. Und dann... Shit, das war falsch. So. Dann ist das raus. Das muss raus. Das. Und der hier, glaube ich, ist auch kürzer, ne? Ja, genau.
So, dann legen wir den da drauf. Ne. Stellen den erst dahin. Und dann können wir uns hier die Wand wieder nehmen. Nee, das macht er jetzt gerade nicht. Es fehlt mir da noch ein Stamm. Dann nehme ich gerade den hier. So. Okay, dann haben wir das schon mal auf den beiden Seiten. Dann kann es ja jetzt losgehen hier. Das da rein und jetzt fehlt uns noch ein Stamm für hier oben. Den gehen wir uns noch schnell holen, beziehungsweise wir holen uns immer natürlich zwei. So, damit wäre der Dachstuhl so gesehen erstmal fertig. Ich überlege, ob wir hier draußen hier einen Balkon dran machen. Das könnten wir doch eigentlich machen. Wir haben ja sowieso hier die Stücke liegen, ne? Sollte man die jetzt nicht da benutzen? So. Und das stemmen wir noch hier drunter. Das stemmen wir noch hier drunter. Da war es gerade. Das ist irgendwie ganz komisch manchmal, wie der hier was anvisieren muss, ne? So, ein Stamm noch dran und dann ist gut. Prima, aber dann haben wir doch heute schon wieder, sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Klappt doch ganz gut. So. Oh. Ja. Was hast du mir gebracht? Schnee, ein Stein. Was es auch immer ist, ich werde es essen. Dankeschön. So. Gut, da kommt dann Balkon drauf. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir das da oben machen werden. Wo rennt er eigentlich mit den zwei Stämmen hin? Holt er die Stämme jetzt hier weg und trägt sie darüber? Kann man hier... Kann man diagonal von da darüber gehen? Das macht er, glaube ich, nicht, ne? Eigentlich geht das ja. Aber das peilt das Spiel scheinbar nicht. Ja gut, ist nicht so schlimm. Ist nicht so dramatisch. Balkon kann auch eckig sein außen. So, na dann pass auf. Wir schmeißen den Kram hier oben drauf. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Dann kriegen wir das Dach hier oben zu. Und dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz. Ein Teil können wir hier abbauen. Damit kommen wir schon mal relativ weit wieder. Und dann wird es so langsam. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.